Klimaschutz ist eine der zentralen ökologischen Herausforderungen der Gegenwart. Das Biosphärenreservat Bliesgau möchte deshalb und wegen seiner Funktion als Modell- und Bildungsregion in diesem Thema mit gutem Beispiel vorangehen. Um dem Vorhaben eine stabile Basis zu geben, beteiligte sich das Biosphärenreservat Bliesgau 2012 an einem bundesweiten Wettbewerb und erhielt als eine von 19 Modellregionen den Zuschlag für das Programm Masterplan 100% Klimaschutz des Bundesumweltministeriums. Langzeitziel des Masterplans ist es, die Emissionen bis zum Jahr 2050 im Vergleich zu 1990 um 95% zu reduzieren und den Energieverbrauch zu halbieren. Hierbei arbeitet der Biosphärenzweckverband mit dem Saar-Pfalz-Kreis, dem saarländischen Umweltministerium und den Kommunen des Biosphärenreservats Bliesgau Hand in Hand zusammen. Ortswechsel zum Rathaus der Gemeinde Gersheim. Herbst 2016. Bereits jetzt werden schon facettenreiche Maßnahmen in die Praxis umgesetzt, die durch Dr. Hans-Henning Krämer, Klimaschutzmanager im Saar-Pfalz-Kreis, verantwortet werden. Im Rathaus der Gemeinde Gersheim findet heute die feierliche Übergabe der Hackschnitzelheizung statt, deren Bau Dr. Hans-Henning Krämer initiiert hat. Rückblick Sommer 2016. Heute werden letzte Details mit Alexander Rubeck, dem Bürgermeister der Gemeinde Gersheim, besprochen. Die Montage der neuen Hackschnitzelheizung wird in den nächsten Tagen beginnen. Aktuell arbeitet im Heizraum ein Kessel mit Gasgebläsebrenner aus dem Jahr 1975. Am Anfang des Projektes stand die Sorge im Raum, ob eine Hackschnitzelheizung sicher und zuverlässig funktionieren wird. Von daher kamen dann Argumente, wie funktioniert das denn tatsächlich und wie teuer wird uns das und was ist, wenn die Anlage ausfällt und so weiter. Was uns dann sehr weitergeholfen hat, war ein Besuch in der Nachbarkommune in Mandelbachtal. Dort gibt es bereits seit einem halben Jahr eine Anlage, die einwandfrei funktioniert. Und das hat halt hier in Gersheim die letzten Zweifel beseitigt. Die Hilfestellung des Klimaschutzmanagers war für uns eine wirklich große Unterstützung, weil wir ja in dem Bereich bisher überhaupt kein Know-how besitzen. Das ist für uns völliges technisches Neuland. Aber auch bei der finanziellen Umsetzung war das eine große Hilfestellung. Die Planungen wurden über eine Studie über den Masterplan 100% Klimaschutz vorbereitet. Eine wichtige Förderung gewährte das saarländische Wirtschaftsministerium über das Programm ZEP Kommunal. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Und heute werden die beiden Hackschnitzelkessel, welche jeweils über eine Abgabeleistung von 75 Kilowatt verfügen, geliefert. Die beiden Kessel gewährleisten eine hohe Ausfallsicherheit. Fällt ein Erzeuger aus, so kann der andere, wenn auch mit eingeschränkter Leistung, das Gebäude weiterhin versorgen. Doch woher kommen die Hackschnitzel, die als Brennstoff verwendet werden sollen? Ortswechsel nach St. Wendel, Türkismühle. In unserem Beispiel produziert die Naturlandstiftung Saar Hackschnitzel aus Landschaftspflegeholz. Dieses entsteht bei der Beseitigung von Bäumen und Gebüsch in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn. Ein letzter Schritt bis zum warmen Rathaus ist die Trocknung der Hackschnitzel über 2 bis 3 Tage in einer Biogasanlage. Einen völlig anderen Weg beschreitet der Gut Hartungshof in Bliesransbach. Wolfgang Kessler betreibt neben seiner Tätigkeit als Landwirt eine Kurzumtriebsplantage. Auf dieser wurden 2014 schnell wachsende Hölzer, in diesem Fall Pappeln, angepflanzt. Nach etwa 8 Jahren werden diese geerntet und können zu Hackschnitzel verarbeitet werden. Wolfgang Kessler verfolgt bei seiner Arbeit als Landwirt eine sehr ökologische Herangehensweise. Ich denke, Energie wird knapp und so sind wir so ein bisschen unabhängig. Und das war der Gedanke. Also es ist ein Pilotprojekt. Angedacht ist halt eben, Alternativen für den Betrieb bzw. vielleicht auch für die Biosphäre oder für das Land zu finden. Und deswegen versuchen wir das als Hobby und so ein bisschen Leidenschaft dann. Zurück nach Gersheim. Die Austragung der Hackschnitzel erfolgt je Erzeuger über ein eigenes Beschickungssystem, welches heute montiert wird. Durch ein Federrührwerk werden die Hackschnitzel auf die Austragungsschnecke geschoben und gelangen über die Rückbrandschutzeinrichtungen zur Verbrennungskammer. Eine Hackschnitzelheizung in einer ganz anderen Dimension betreibt die Stadtwerke St. Ingbert in einem Industriegebiet zentral am Stadtkern. Diese wird als Biomasseheizwerk bezeichnet und kann auch feuchte Hackschnitzel verbrennen.
Die Abgabeleistung des Biomasseheizkessels liegt bei maximal 882 Kilowatt. Aktuell werden der Rathauskomplex inklusive der Sporthalle, zwei Schulen und einige private Gebäude im Industriegebiet mit Wärme versorgt. Versorgungsspitzen am Morgen oder bei starker Kälte werden über einen 2 Megawatt Gasspitzenkessel ausgeglichen. Außerdem dient er auch zur Sicherung der Wärmeversorgung, falls der Biomasseheizkessel ausfallen sollte. Für die Klimabilanz ist der Biomasseheizkessel sehr positiv. Bei voller Nutzung beträgt die CO2-Einsparung in einer Heizperiode 1500 Tonnen. Nun ist es soweit. Nach 3,5 Jahren Planung und theoretischen Überlegungen wird heute die Hackschnitzelheizung der Öffentlichkeit vorgestellt. Seit einigen Wochen sorgt die Anlage nun schon für ein warmes Rathaus in Gersheim. Also mein Gefühl ist, dass ich natürlich froh bin. Wir haben nicht nur geplant und theoretische Modelle angestellt, sondern wir haben tatsächlich etwas zu Ende geführt und anschaubar gemacht. Und das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Und ich glaube, dass die Gemeinde mit der Anlage sehr glücklich und zufrieden ist.